Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Blackout. Blackout ist ja ein Begriff für einen Stromnetzausfall und wir haben jetzt gerade Mitte Juni einen besonderen Vorfall in Südamerika gehabt, bei welchem landesweit die Stromnetze am Sonntagmorgen, dem 16. Juni, in Argentinien und Uruguay ausgefallen sind. Wir haben in einigen dieser südamerikanischen Länder eine relativ marode Netzinfrastruktur. Und in den Momenten vor diesem riesigen Ausfall hatten wir in auch einigen angrenzenden Ländern wie Brasilien, Paraguay und Chile auch vereinzelte Netzausfälle. Und wir müssen bedenken, dass diese Stromnetze miteinander verwoben sind, sodass es nicht unwahrscheinlich ist, dass es hier zu einer Kaskade von Vorfällen kam, die schlussendlich das gesamte Netz destabilisiert haben. Kann sowas eigentlich auch in Deutschland passieren? Von 2011 gibt es eine schöne Untersuchung vom Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages unter der Bezeichnung Was bei einem Blackout passiert. Und dort wird eben aufgeführt, was sind erstmal so die wahrscheinlichsten Gründe für einen kompletten Stromnetzausfall. An der ersten Stelle liegen tatsächlich technisches oder menschliches Versagen. Während die Medien direkt aufgesprungen sind und sagen, oh, das war wahrscheinlich ein Cybersecurity-Problem, also ein Hackerangriff in Südamerika, muss man sagen, das ist natürlich auch vorstellbar, aber wahrscheinlicher ist erstmal, dass das Gesamtsystem irgendwelche Schwachstellen hat und dass die in dem Moment eintretenden Rahmenbedingungen das Ganze noch befördern und dadurch eine Kettenreaktion hervorgerufen wird. Es kann natürlich auch sein, dass ein schweres Wetterereignis, also die sogenannte höhere Gewalt, dafür sorgt, dass irgendwo eine Schwachstelle im Besonderen exponiert wird und deswegen dann auch wieder eine Kettenreaktion hervorgerufen wird. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn das Stromnetz richtig großflächig ausfällt, wenn es zu einem richtigen Blackout kommt? Was sind da die konkreten Folgen für uns? Natürlich, wir merken es direkt, weil das Licht ausgeht. So stellt sich die Frage, was passiert zum Beispiel mit dem Telefon? Festnetztelefonie könnte theoretisch weiterlaufen, aber wenn die Ortsnetzverteilstationen ausfallen, dann kommt schon einfach kein Signal mehr durch und dann haben wir da schon mal das erste Problem. Mobilfunkstation ähnlich, wenn die Verteilerstationen noch funktionieren, kommt zwar ein Signal an, aber der Akku des Smartphones wird auch relativ schnell irgendwann mal leer sein. Der Fernseher wird nicht mehr funktionieren, auch wenn die großen Rundfunkstationen immer noch in der Lage sind zu senden. Der Fernseher in unserem Wohnzimmer geht ja nicht mehr an. Mit dem Internet wird es ein ähnliches Problem sein. Theoretisch haben wir sehr starke Strukturen in den Rechenzentren, sodass die vielleicht weiterhin laufen werden, aber wir werden wahrscheinlich keinen Strom mehr haben, um das Ganze zu empfangen. Das heißt, ein Laptop, der mit seinem Akku ausgestattet ist, wird eventuell noch ein paar Stunden laufen, aber darüber hinaus haben wir dann ein riesiges Problem. Das, was funktionieren wird, sind wahrscheinlich Radioempfänger, weil viele Radios auch batteriebetrieben funktionieren. Oder eben das Auto natürlich ein Autoradio hat. Und solange wir das Auto noch mit Benzin oder Diesel betreiben können, haben wir auch immer noch Radioempfang. Zeitungen fallen auf jeden Fall aus, weil Zeitungen nicht mehr gedruckt werden können. Die Druckerpressen sind extrem energiehungrig und können dementsprechend nicht mehr laufen. Was ist mit sowas wie Notrufsäulen? Die sind ganz oft solarbetrieben, sodass die zumindest tagsüber gut laufen können und die Batterien für die Nacht noch geladen sein werden. Das wird also nicht unbedingt das größte Problem sein. Aber was ist mit der medizinischen Versorgung? Ganz davon abgesehen, dass wir ja wahrscheinlich ein Verkehrschaos direkt von Anfang an haben würden, was ist mit den Krankenhäusern? Die haben zwar Notstromaggregate und Generatoren, aber können eben auch nur bedingt die Energieversorgung über längere Tage oder Wochen aufrechterhalten. Neben dem individuellen Verkehr, der auch ja wegen dem Ausfall von Ampeln und so weiter unter große Probleme kommen würde, was ist mit Schienenverkehr? Das Bahnnetz in Deutschland ist zwar zu 50% nicht elektrisiert und läuft dementsprechend mit Dieselloks, aber die ICEs und die Straßenbahn und die U-Bahn und die S-Bahn sind entsprechend von Strom betrieben und würden einfach stehen bleiben. Darüber hinaus können Weichen, Stellwerke und überhaupt das gesamte Sicherheitssystem, was ja dafür sorgt, dass Züge nicht im gleichen Gleisabschnitt sein können, würden ausfallen, weil sie nicht mehr betrieben werden können. An Flughäfen könnte nur noch ein absoluter Grundbetrieb herrschen und selbst bei der Binnenschifffahrt hätten wir Probleme, weil die Schleusen von den Kanälen teilweise schon einfach gepumpt werden müssen und das ist dann auch ein riesiges Problem. Was ist mit der Lebensmittelversorgung? Wir haben keine Kühlprozesse mehr, also alles, was an Tiefkühlkost irgendwie geliefert werden müsste, wird schon einfach nicht mehr gekühlt werden können. Was ist mit Wasserversorgung? Die deutsche Wasserversorgung ist zwar theoretisch eines der besten Systeme überhaupt international, aber ist eben auch stark von elektrischen Pumpen abhängig, allein schon für die Versorgung von Hochhäusern. Wie soll das Wasser noch im 10. oder weiter oben gelegenen Stock ankommen, wenn es keine Pumpen mehr gibt? Aber wie wahrscheinlich ist es, dass tatsächlich in Deutschland das Ganze passiert? Dafür gibt es eine sehr schöne Statistik, der sogenannte Saidi-Wert, der angibt, wie lang durchschnittlich die Energieversorgung für einen einzelnen Verbraucher im Jahr ausgefallen ist. Jeder Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, laut § 52 des Energiewirtschaftsgesetzes, Versorgungsausfälle an die Bundesnetzagentur zu melden. Und die BNSA pflegt dann diesen Saidi-Wert. Und der war über die letzten 10 Jahre immer unter 16 Minuten
auf ein ganzes Jahr gesehen. Und das ist einfach vergleichsweise guter Wert, sodass wir in Deutschland wenig Erfahrung mit tatsächlich eintretenden Blackouts haben, was natürlich eine gute Nachricht ist. Das Ganze ist auch deswegen so, weil wir das N-1-Prinzip haben. Das bedeutet, immer wenn ein Strang, eine Leitung ausfällt, gibt es andere Leitungen, die die Aufgaben jetzt übernehmen. Das heißt, wenn ein Strang, ein Stromnetz jetzt ausfällt, kann prinzipiell der Nebenstrang erstmal die Energie weiterleiten, solange die Energie noch zur Verfügung steht. Wie ist das Stromnetz aufgebaut? Wir haben vier hauptsächliche Spannungsebenen. Die Höchstspannung, an denen die richtig großen Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke angeschlossen sind und die richtig krassen Verbraucher, so Aluhütten und Stahlindustrie. Daneben haben wir dann die Hochspannung, an der die immer noch sehr großen Kraftwerke, die mittelgroßen Kraftwerke und die normalen industriellen Abnehmer angeschlossen sind und zum Beispiel auch das Bahnnetz. Dann folgt die Mittelspannung, an die zum Beispiel Städte angeschlossen sind, Windkraftanlagen, Solarparks, normale Gewerbeabnehmer. Und dann folgt natürlich noch die Niederspannung, die also zum Beispiel im Ortsnetz anliegt, an die die kleinen dezentralen Erzeugungsanlagen angeschlossen sind oder eben der ganz normale Haushalt. Und für all diese Spannungsebenen haben wir verschiedene Maßnahmen, um eben im Alltag dafür zu sorgen, dass so ein Netzausfall gar nicht erst passiert und um selbst die kleinen Schwankungen aus Erzeugung und Verbrauch über den Alltag hinweg auszugleichen. Dafür gibt es den sogenannten Netzselbstregeleffekt oder auch die Momentanreserve, die über wenige Sekunden kleine Prozentpunkte von Abweichung durch die angeschlossenen Motoren und Generatoren einfach auffangen können. Eine konkrete technische Erklärung würde jetzt hier viel zu weit gehen. Das Ganze kann man im Internet sehr gut nachlesen. Danach folgen die verschiedenen Regelleistungsebenen, zum Beispiel die Primärregelleistung, die innerhalb weniger Sekunden bis hin zu einer knappen Minute laufen kann, durch zum Beispiel Turbinen, die einfach schneller oder langsamer laufen würden und dementsprechend mehr oder weniger Energie verbrauchen würden, um eben sehr kleine Schwankungen sehr, sehr schnell auffangen zu können. Darauf folgt die sogenannte Sekundärregelleistung, die ab einer knappen Minute, aber auch schon mal bis hin zu einer Stunde durch sehr flexible Kraftwerke weniger oder mehr Energie verbrauchen kann. Und das sind zum Beispiel sehr flexible Gaskraftwerke, das sind virtuelle Kraftwerke, das sind Pumpspeicherkraftwerke, die sehr schnell reagieren können und sehr schnell eben die zur Verfügung gestellte Energie hoch oder runter regulieren können. Und dann eben die Tertiärregelleistung oder auch die Minutenreserve. Das sind die Kraftwerke, die nach ein paar Minuten richtig gut reagieren können. Das sind also auch etwas größere Kraftwerke oder die richtig großen virtuellen Kraftwerke, die eben nach ein paar Minuten Anpassungen richtig auf einem anderen Level produzieren können und dementsprechend die Schwankungen im Netz auffangen können. Diese Regelleistungen werden über den Energiehandel angeboten und eben zur Verfügung gestellt, zum Beispiel eben durch große virtuelle Kraftwerke. Und auf diese Weise können wir sicherstellen, dass wir einerseits technische Möglichkeiten haben und andererseits aber auch wirtschaftliche Möglichkeiten haben, um das Stromnetz jederzeit auszugleichen. Und dementsprechend ist ein richtiger Blackout, also ein kompletter Ausfall des Stromnetzes in Deutschland zumindest, äußerst unwahrscheinlich. Und deswegen brauchen wir uns nicht so besonders große Sorgen machen, auch wenn es jetzt gerade in Südamerika mal wieder ein Beispiel dafür gab, dass beim Zusammenkommen verschiedenster Faktoren es durchaus passieren kann, dass ein Stromnetz auch mal längerfristig ausfällt. Aber auch da haben wir gesehen, nach einigen Stunden oder jetzt mittlerweile nach über einem Tag ist es gar kein Problem mehr und das Stromnetz steht schon wieder stabil da. Habt ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu Blackouts? Habt ihr zum Beispiel das Buch von Mark Ellsberg gelesen? Oder interessiert ihr euch für weitere Quellen dazu, wie zum Beispiel die vorhin erwähnten Daten von dem Büro für Technikfolgeabschätzung des Bundestages? Ich kann euch auch sehr gut den hier auf YouTube befindlichen Vortrag von Matthias Dahlheimer, wie man einen Blackout verursacht, empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Energiewirtschaft einfach. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Carsten Eckert.